Als Konsequenz des vorangegangenen Lemmas, in Kombination mit der Dündgen-Formel, lassen sich nun folgende alternative Charakterisierungsmöglichkeiten von rekurrenten bzw. transienten Zuständen herleiten. Das ist die Aussage des folgenden Satzes. Dazu betrachte ich wieder eine Markov-Kette, die ich mit Xn bezeichnen möchte, von der ich annehmen möchte, dass sie irreduzibel ist und Werte annimmt in unserem abzählbaren endlichen Zustandsraum E. Der erste Teil der Aussage beschäftigt sich mit der Transienz eines Zustandes. Dazu möchte ich das Folgende annehmen. Nämlich, falls eine nicht leere echte Teilmenge A meines Zustandsraumes E existiert, sowie eine nicht negative Funktion H, die folgende Eigenschaft hat, nämlich, wenn ich den Generator auf die Funktion H anwende, dann sollen die entsprechenden Werte, die dabei rauskommen, nicht positiv sein für alle Elemente x aus dem Komplement dieser Menge A. Und zudem möchte ich annehmen, dass es mindestens einen Zustand y in meinem Zustandsraum E gibt, der die Eigenschaft hat, dass die Funktion h ausgewertet an dieser Stelle y strikt kleiner ist als das Infimum der Funktion h über die Menge a. Und falls diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann gilt zum einen, dass sich die Wahrscheinlichkeit bei Start in y von dem Ereignis, dass die Treffzeit einen endlichen Wert annimmt, nach oben abschätzen kann durch den Wert der Funktion h geteilt durch das Infimum der Funktion h auf der Menge a, und nach Voraussetzung ist dieser Bruch natürlich strikt kleiner als 1. Und daraus folgt dann insbesondere, dass der Zustand y transient und damit aufgrund der Irreduzibilität jeder Zustand meines Zustandsraumes transient ist. Der zweite Teil der Aussage dreht sich um die Rekurrenz, und hierzu möchte ich annehmen, dass eine nicht leere echte Teilmenge meines Zustandsraums E existiert, von der ich zusätzlich annehmen möchte, dass sie endlich sei. Und ich möchte annehmen, dass eine Funktion H existiert mit Werten in den nicht negativ reellen Zahlen. Und diese Funktion H soll den folgenden beiden Eigenschaften genügen. Zum einen soll der Generator angewendet auf die Funktion H ausgewertet diesen Punkt X Werte annehmen, die nicht positiv sind, und das soll gelten für alle Punkte x aus dem Komplement der Menge a. Und zum anderen sollen die Niveaumengen der Funktion h beschränkt sein. Das heißt nichts anderes, als dass die Kardinalität der Menge aller Punkte x, für die gilt, dass die Funktion h von x einen Wert annimmt, der kleiner gleich c ist, endlich ist, und das soll gelten für jedes positive oder nicht negative c. Und wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, dann folgt, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X des Ereignisses, dass die Stopp- oder die Treffzeit der Menge A endlich ist, gerade 1 ist, und das gilt für jedes X aus meinem Zustandsraum. Und insbesondere folgt daraus, dass jeder Zustand meines Zustandsraumes rekurrent ist. Schauen wir uns jetzt zunächst einmal den Teil A dieses Satzes an. Es ist klar, dass wir irgendwie die Dündgen-Formel ins Spiel bringen wollen. Und dazu brauchen wir natürlich erstmal eine geeignete Stoppzeit. Und hierzu wähle ich die Stoppzeit, die Treffzeit der Menge A, Minimum n. Das ist erstmal eine Stoppzeit. Und zum anderen brauchen wir natürlich eine gewisse Integrabilitätsbedingung von dieser Stoppzeit. Und die ist aber gewährleistet durch dieses Abschneiden mit dieser deterministischen Zahl n, nämlich der Erwartungswert von SA Minimum n ist natürlich nach oben beschränkt durch n. Damit ist dieser Wert endlich für alle Punkte x aus meinem Zustandsraum. Und das gilt natürlich auch für alle natürlichen Zahlen n. Das zweite ist, ich brauche für die Anwendung der Dündgen-Formel eine beschränkte Funktion. Nach Voraussetzung ist natürlich die Funktion h erstmal muss nicht beschränkt sein. Deswegen schneide ich auch diese ab und bilde dafür das Minimum zwischen der Funktion h und dieser natürlichen Zahl n. Und
dann kann ich natürlich das Lemma von Fatou sowie die Dünken-Formel anwenden. Wenn man jetzt sich anguckt, was dabei sich ergibt, ist aufgrund der Tatsache, dass wenn ich den Generator auf die Funktion h anwende, das auf der Menge a-Komplement ein Wert kleiner gleich 0 ergibt und ich jetzt zurückgehe zur Dünken-Formel, so sehe ich, in diesem Fall kann ich jeden dieser Terme hier nach oben abschätzen durch 0. Das heißt, dieser Wert wird wegfallen, aufgrund der Wahl auch meiner Stoppzeit. Und ich sehe, ich habe damit eine Ungleichung zwischen dem Erwartungswert bei Start in x von der Funktion f zum Zeitpunkt, ausgewertet an dem Prozess zum Zeitpunkt der Stoppzeit und dem Startwert. Und das sozusagen wird jetzt hier ins Spiel kommen. Und zwar, ich brauche jetzt die ganzen Anwendungen von Fatou, um diese ganzen Abschneidungsprozedere rückgängig zu machen. Also ich weiß erstmal zum einen, dass die Funktion h von y minimum m konvergiert natürlich für n gegen m gegen unendlich gegen h von y. Also kann ich hier einfach diesen Lim-Inv auch bilden. Dann möchte ich hier als ersten Schritt, das ist die Anwendung der Dünken-Formel, die mir besagt, dass ich h von y minimum m auch schreiben kann als h von y, Erwartungswert bei Start in y von der Funktion h ausgewertet an der Stelle des Prozesses zum Zeitpunkt der Stoppzeit, also sa minimum n und das Ganze abgeschnitten in der Höhe von m. Und jetzt möchte ich hier in diesen Erwartungswert, den möchte ich nach unten abschätzen, indem ich noch eine Indikatorfunktion reinfüge, nämlich die Indikatorfunktion des Ereignisses, dass die Stoppzeit der Menge oder die Treffzeit der Menge a endlich ist. Dadurch erhalte ich natürlich eine untere Schranke und dann durch das Anwendung von Fatou erhalte ich eine weitere untere Schranke. Und die erlaubt mir sozusagen, diese beiden Lim-Inf in den Erwartungswert zu ziehen. Und dann sieht man natürlich, dass man als Konsequent den folgenden Erwartungswert erhält, nämlich den Erwartungswert bei Start in y von der Funktion h, ausgewertet an der Stelle des Prozesses zum Zeitpunkt des Treffens der Menge a. Und hier natürlich multipliziert mit dieser Indikatorfunktion, dass die Treffzeit der Menge a endlich ist. Und jetzt kann ich natürlich diese Funktion h weiter abschätzen, indem ich sage, diese Funktion h ist natürlich nach unten abgeschätzt, also dieser Ausdruck hier ist natürlich größer als das Infimum über alle Infimum der Funktion h von z für alle z aus der Menge a. Und was ich dann natürlich übrig behalte, ist einfach nur noch der Erwartungswert bei Start in y von der Indikatorfunktion, dass die Treffzeit der Menge a endlich ist. Und das ist ja nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit bei Start in y, dass die Treffzeit der Menge a endlich ist. Jetzt kann ich das natürlich umformen und auflösen nach dieser Wahrscheinlichkeit und erhalte damit die folgende Darstellung, nämlich die Wahrscheinlichkeit bei Start in y von dem Ereignis, dass die Treffzeit der Menge a endlich ist, ist nach oben beschränkt, genau durch diesen Bruch, nämlich h von y geteilt durch das Infimum der Funktion h auf der Menge a. Und nach Voraussetzung wissen wir natürlich, dass die Funktion h an der Stelle y strikt kleiner ist als das Infimum der Funktion h auf der Menge a. Damit erhalten wir hier diese obere Schranke, die kleiner ist als 1. Jetzt können wir natürlich das Lemma 2.15, den ersten Teil, also den Teil a, anwenden, der uns jetzt besagt, dass die dann daraus folgt, dass jeder Zustand in meinem Zustandsraum transient ist. Das war sozusagen der erste Teil der Aussage. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil der Aussage. Nämlich, ich möchte nachweisen, dass falls eine endliche Menge a existiert und eine nicht negative Funktion h, die diesen beiden Bedingungen genügt, dass dann diese die Wahrscheinlichkeit des Treffens der Menge a in endlicher Zeit den Wert 1 annimmt. Und dazu möchte ich in einem ersten Schritt
mir anschauen, die Wahrscheinlichkeit bei Start in X des Treffens der Menge aller Punkte in meinem Zustandsraum, wo die Funktion h einen Wert annimmt, der strikt größer ist als c. Und diese Treffzeit soll einen endlichen Wert annehmen. Ich möchte nachweisen, dass diese Wahrscheinlichkeit gerade 1 ist und das soll gelten für alle Zustände x, die gewählt sind aus der Niveaumenge von der Funktion h zum Parameterwert c. Und das soll für jedes beliebige c gelten, was größer gleich 0 ist. Wie funktioniert jetzt hier dieser Beweis dieser Behauptung? Na, zunächst einmal weiß ich, dass aufgrund der Irreduzibilität, dass ich zu jedem c größer gleich 0, dass diese Wahrscheinlichkeit hier einen Wert annimmt, der strikt kleiner ist als 1. Warum? Naja, aufgrund der Irreduzibilität, ich finde ja einen Pfad, der mich aus dieser endlichen Menge aller Punkte, wo die Funktion h von x einen Wert annimmt, kleiner als c hinausführt. Das ist ja eine endliche Menge. Also kann die Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis, dass diese Treffzeit der Menge, dass h größer ist als c, den Wert unendlich annimmt, diese Wahrscheinlichkeit kann nicht gleich 1 sein. Jetzt gehe ich vor, so ähnlich wie im Lemma 2.15, und ich möchte jetzt ausspielen, dass diese Menge endlich ist nach Voraussetzung. Nämlich zu jedem x in dieser Menge finde ich wiederum eine natürliche Zahl nx und ein epsilon x, was strikt positiv ist, sodass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass die Treffzeit von dieser Menge h größer als c einen Wert annimmt, der größer ist als n, diese Wahrscheinlichkeit gerade nach oben beschränkt ist durch 1 minus epsilon x. Und das gilt hier für jedes n, was größer gleich nx ist. Und jetzt spiele ich wieder aus, dass diese Menge hier endlich ist nach Voraussetzung. Nämlich ich definiere mir wieder n als das Maximum über alle nx mit x aus dieser Niveaumenge. Und ich definiere mir epsilon als das Minimum über alle epsilon x für x aus dieser Menge aller Punkte, wo die Funktion h einen Wert annimmt, der kleiner gleich c ist. Und aufgrund der Endlichkeit folgt natürlich jetzt für jedes c, dass diese Zahl n endlich ist und dass diese Zahl epsilon strikt positiv ist. Und dass ich jetzt eine uniforme Abschätzung habe, nämlich dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von der Treffzeit dieser Menge, da, wo die Funktionen h-Werte an, die größer sind als c, dass diese Treffzeit einen Wert annimmt, der größer ist als n, dass diese Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis halt einen Wert annimmt, der kleiner ist als 1 minus epsilon, und zwar das gilt jetzt uniform für alle n größer als n und für alle x aus dieser Niveaumenge. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte wieder eine Zerlegung bezüglich der Treffzeit durchführen. Nämlich, ich betrachte jetzt das Ereignis, dass diese Treffzeit einen Wert annimmt, der größer ist als k mal groß n. Dann weiß ich natürlich, dieses Ereignis enthält auch das Ereignis, dass diese Treffzeit einen Wert annimmt, der größer ist als k minus 1 mal n. Und das heißt, ich kann sozusagen dieses Ereignis mit hineinschreiben. Dadurch, dass es eine Teilmenge von diesem Ereignis ist, ändert sich nichts. Und jetzt möchte ich noch disjunkt zerlegen bezüglich der Position des Prozesses x zu diesem Zeitpunkt k minus 1 mal n. Und dann weiß ich natürlich, zu diesem Zeitpunkt habe ich diese Niveaumenge noch nicht verlassen. Das heißt, ich befinde mich in irgendeinem Zustand innerhalb dieser Niveaumenge. Jetzt möchte ich hier noch die Fallunterscheidungsformel benutzen und erhalte einmal hier diese bedingte Wahrscheinlichkeit multipliziert mit dieser Wahrscheinlichkeit
dieser beiden Ereignisse. Jetzt sehe ich in diesem ersten Teil, kann ich wiederum die Markov-Eigenschaft benutzen und erhalte damit das Folgende, nämlich ich starte ja hier zu diesem Zeitpunkt 9, das ist also die Wahrscheinlichkeit bei Start in Y von dem Ereignis, dass diese Treffzeit einen Wert annimmt, der größer ist als n. Das ist ja, ich muss ja diese Treffzeit jetzt auch um diesen Wert shiften. Damit erhalte ich genau diese Aussage, dass diese Treffzeit einen Wert annimmt, der größer sein muss als n. Und was wir uns gerade überzeugt haben, ist, dass diese Wahrscheinlichkeit nach oben beschränkt ist durch 1 minus Epsilon. Wenn wir jetzt diese obere Schranke aus der Summe herausziehen, kann ich natürlich wieder die Additivität dieses Wahrscheinlichkeitsmaßes bezüglich dieser disjunkten Ereignisse benutzen und das Ganze wieder umschreiben als die Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass diese Treffzeit einen Wert annimmt, der größer ist als k minus 1 mal n. Jetzt sieht man, dieses Argument haben wir im Lemma 2.15 in ähnlicher Weise benutzt. Jetzt kann ich das Ganze natürlich iterieren und erhalte damit eine obere Schranke für diese Wahrscheinlichkeit, dass die Treffzeit dieser Super-Level-Sets, dass diese Treffzeit eintritt zu einem Zeitpunkt, der größer ist als k mal n, dass der nach oben abgeschätzt ist durch 1 minus Epsilon hoch k. Und das gilt natürlich für jedes k in den natürlichen Zahlen und für jedes x in meiner Niveaumenge. Daraus erhalte ich natürlich jetzt das Folgende, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass diese Treffzeit einen Wert annimmt, der gleich unendlich ist, dass das sich auch schreiben lässt als der Lim-Sub von der Wahrscheinlichkeit bei Start in X, dass diese Treffzeit einen Wert annimmt, der größer ist als k mal n. Und hier für dieses Gleichheitszeichen habe ich nichts weiter ausgenutzt als die Stetigkeit des Maßes Px und die Tatsache, dass dieses Ereignis monoton ist in k. Jetzt kann ich natürlich die gerade gewonnene Abschätzung hier einsetzen. Ich erhalte, das ist nach oben beschränkt durch den Lim-Sub k gegen unendlich von 1 minus Epsilon hoch k und das, dadurch, dass Epsilon natürlich strikt positiv ist, ist das Ganze gerade 0. Und das gilt uniform für alle meine Punkte x aus der Menge, wo die Funktion h einen Wert annimmt, der kleiner gleich c ist. Das war sozusagen der erste Schritt, von dem ich mich überzeugen wollte. In einem zweiten Schritt möchte ich jetzt zeigen, dass das zur Konsequenz hat, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, diese Menge a in endlicher Zeit zu treffen, gerade den Wert 1 annimmt für alle Punkte x in a. Und hier nutzen wir jetzt wiederum die Dynkin-Formel aus. Und dazu brauche ich natürlich wiederum eine Stoppzeit t und die möchte ich jetzt wie folgt wählen, nämlich als das Minimum aus sozusagen drei Stoppzeiten, nämlich der Treffzeit der Menge a, dieser natürlichen Zahl n und der Treffzeit der Menge aller Punkte, wo die Funktion h einen Wert annimmt, der größer ist als c. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich auch wieder eine beschränkte Funktion f. Und die für dieses f wähle ich die Funktion h minimum m. Und jetzt kann ich wieder analog wie im ersten Beweisschritt die Dynkin-Formel in Kombination mit dem Lemma von Fatou benutzen. Und erhalte damit das Folgende, nämlich dass auf der einen Seite die Funktion h an der Stelle x sich natürlich auch schreiben lässt als der Lim-Inf von der Funktion h an der Stelle x minimum m. Jetzt kann ich hier an der Stelle die Dynkin-Formel benutzen und diese Wahrscheinlichkeit nach unten abschätzen. Hier sollte ein Relationszeichen stehen, kein Gleichheitszeichen. Durch die Wahrscheinlichkeit bei Start in x von der Funktion h ausgewertet an der Position des Prozesses x zu dieser Stoppzeit, Minimum n, m. Und jetzt kann ich natürlich hier einfach das Lemma von Fatou benutzen
und die beiden Infimum reinziehen, erhalte damit eine weitere untere Schranke. Und zwar als untere Schranke den Erwartungswert bei Staaten X von dieser Funktion H an der Position des Prozesses X zu dieser Stoppzeit. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte mir diesen Erwartungswert genauer ansehen. Und zwar, was ich machen möchte, ist, ich möchte zwei Indikatorfunktionen hinzufügen, was mir eine weitere untere Schranke gibt. Nämlich, ich möchte die Indikatorfunktion von dem Ereignis, dass die Treffzeit der Menge A unendlich ist, hinzufügen. Und ich möchte die Indikatorfunktion, dass die Treffzeit der Menge, wo die Funktion H einen Wert annimmt, der größer ist als C, zu endlicher Zeit hinzufügen. Und jetzt sieht man natürlich aufgrund dieser Indikatorfunktion, dadurch, dass ich weiß, dass die Treffzeit dieser Menge, dieser Superlevel-Sets der Funktion H endlich ist, während die Treffzeit der Menge A unendlich ist, reduziert sich natürlich diese Stoppzeit, die wir hier haben, nämlich die Stoppzeit aus dem Minimum der Treffzeit der Menge A und der Treffzeit dieser Superlevel-Sets, gerade gegeben durch diese Treffzeit der Superlevel-Sets. Was wissen wir jetzt aber? Zu dieser Treffzeit nimmt die Funktion H einen Wert an, der größer ist als C. Also der Prozess X befindet sich in der Menge, wo die Funktion H einen Wert annimmt, der größer ist als C. Das heißt, diese ganze Funktion kann ich hier abschätzen, nach unten durch, einfach durch C. Und ich erhalte einfach übrig einfach den Erwartungswert von diesen beiden Indikatorfunktionen, was nichts weiter ist als die Wahrscheinlichkeit bei Start in X von dem Ereignis, dass die Treffzeit der Menge, wo die Funktion H größer ist als C, endlich ist, geschnitten mit dem Ereignis, dass die Treffzeit der Menge A einen Wert unendlich annimmt. Was haben wir jetzt zuvor gesehen? Die Wahrscheinlichkeit bei Start in X von diesem ersten Ereignis ist nach dem, was wir uns hier überlegt haben, aber gerade 1. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit von dem Durchschnitt dieser beiden Ereignissen ist das gleiche wie die Wahrscheinlichkeit bei Start in X von dem Ereignis, dass die Treffzeit den Wert unendlich annimmt. Was haben wir jetzt hier draus gewonnen? Wir haben folgende Darstellung gewonnen, nämlich, dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in X von dem Ereignis, dass ich die Menge A in unendlicher Zeit treffe, nach oben beschränkt ist durch die Funktion h von x geteilt durch c, als c einen Wert annimmt, der strikt größer ist als 0. Dann kann ich natürlich einfach auch den Limes c gegen unendlich bilden und in dem Fall erhalte ich einfach eine obere Schranke, die 0 ist. Das bedeutet aber nichts weiter anderes, als dass die Wahrscheinlichkeit bei Start in x, dass ich die Menge a in endlicher Zeit treffe, gerade in den Wert 1 annimmt. Das gilt natürlich aufgrund von unserem Beweis für jedes x in der Menge e. Und aufgrund des Lemmas 2.15b folgt daraus natürlich, dass jeder Zustand in meinem Zustandsraum rekurrent ist. Um sozusagen sich noch weiter mit dieser Methodik der Anwendung der Dünkin-Formel vertraut zu machen, lohnt sich das folgende Aufgabe, nämlich die sagt aus, dass ich mit einer geeigneten Lyapunov-Funktion auch den Erwartungswert der Treffzeit der Menge A kontrollieren kann. Also wir haben ja bisher nur kontrolliert die Wahrscheinlichkeit, die Menge A in endlicher Zeit zu treffen und hier geht es sogar um den Erwartungswert. Die Aufgabe 18 ist das folgende, ich betrachte wiederum eine Nü-P-Markov-Kette Xn, von der ich annehmen möchte, dass sie irreduzibel sei. Und jetzt möchte ich zusätzlich annehmen, dass eine endliche Menge A existiert, die nicht leer ist. Ich möchte annehmen, dass eine reelle Zahl B existiert und eine nicht negative Funktion H, die folgende Eigenschaft hat, nämlich, dass wenn ich den Generator auf diese Funktion H anwende, dass das Ergebnis davon nach oben beschränkt ist durch minus 1 plus
b mal die Indikatorfunktion der Menge a. Und das gilt für jedes x aus meinem Zustandsraum. Und wenn ich eine derartige Funktion finde, dann folgt daraus, dass der Erwartungswert bei Start in x von der Treffzeit der Menge a nach oben beschränkt ist durch den Wert dieser Funktion h plus b mal die Indikatorfunktion der Menge a. Und das gilt für jedes x aus meinem Zustandsraum. Nachdem wir sozusagen hier jetzt eine alternative Möglichkeit gefunden haben, nachzuweisen, ob ein Zustand und damit eine Markov-Kette rekurrent bzw. transient ist, gilt es, diesen Satz einfach mal an Beispielen anzuwenden. Und als erstes möchte ich mir als sozusagen Testfall nochmal die einfache Irrfahrt hernehmen, von der wir ja bereits gesehen haben, dass im Falle, wenn sie symmetrisch ist, die Markov-Kette rekurrent und im Falle, dass diese Irrfahrt asymmetrisch ist, die entsprechende Markov-Kette transient ist. Und ich möchte jetzt Ihnen zeigen, wie man mit Hilfe von diesen Lyapunov-Funktionen auch diesen Beweis führen kann. Also ich betrachte hier jetzt wieder die einfache Irrfahrt, also das ist nichts weiter als die Markov-Kette xn auf dem Zustandsraum der ganzen Zahlen mit folgenden Übergangsgraphen. Ich springe nach rechts mit Wahrscheinlichkeit p und nach links mit Wahrscheinlichkeit 1 minus p und p sei hier ein Parameter zwischen 0 und 1. Also strikt 0 ist nicht zugelassen und 1 ist nicht zugelassen. Und jetzt möchte ich im ersten Fall betrachten, dass p einen Wert annimmt, der ungleich 1/2 ist. Und dann möchte ich die folgende Funktion betrachten. H von x ist die Funktion 1 minus p geteilt durch p und das Ganze zur Potenz x. Und wenn ich diese Funktion jetzt wähle und einfach mal ausrechne, was passiert denn, wenn ich den Generator auf diese Funktion anwende, dann erhalte ich das folgende. Also den Generator angewendet auf die Funktion h ausgewertet im Zustand x ist natürlich nichts weiter als p mal h von x plus 1 minus h von x. Plus 1 minus p, h von x minus 1 minus h von x. Jetzt kann ich natürlich die Definition von h von x einsetzen. Ich sehe, hier tauchen ständig diese Potenzen 1 minus p durch p hoch x auf. Die möchte ich einmal nach vorne ausklammern. Deswegen taucht hier jetzt auf Funktion h von x. Und was noch übrig bleibt, ist an der Stelle, dadurch, dass ich hier x plus 1 betrachtet habe, bleibt einmal der Term übrig, 1 minus p geteilt durch p und jetzt möchte ich das Ganze noch mit p multiplizieren. Also erhalte ich einmal 1 minus p minus p, wenn ich die Klammer ausmultipliziere. Das gibt mir gerade 1 minus 2p. Und analog kann ich ausrechnen, was hier hinten ist. Hier hinten steht natürlich jetzt der Term 1 minus p geteilt durch p hoch minus 1. Wenn ich das Ganze jetzt sozusagen Kehrwert bilde und mit 1 minus p multipliziere, sehe ich, dass ich dann den Term 2p minus 1 erhalte und man sieht, wenn ich diese beiden Terme summiere, erhalte ich gerade den Wert 0. Das heißt, diese Funktion h, die ich hier gewählt habe, hat die Eigenschaft, harmonisch zu sein. Das heißt, in diesem Fall kann ich natürlich als Menge a einfach nur den Zustand 0 wählen und dann wähle ich den Zustand y, gerade als den Zustand 1, falls p größer ist als 1/2 und minus 1, falls p einen Wert annimmt, der kleiner ist als 1/2. Und dann folgt natürlich sofort, die Funktion Generator angewendet auf die Funktion h, haben wir ja gerade nachgerechnet, ist 0 für alle x aus a-Komplement, das gilt sogar für alle x. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Funktion h von y mit dieser Wahl von y strikt kleiner ist als h von 0, was ja gerade 1 ist. Also sind die Bedingungen von Satz 216a erfüllt. Und daraus folgt, da zudem ja auch die Kette irreduzibel ist, dass jeder Zustand transient ist. Also wir haben hier sozusagen ohne diese Multinomialkoeffizienten zu bemühen auch nachgewiesen, dass die asymmetrische Irrfahrt auf z transient ist.
betrachten wir jetzt noch den Fall, dass p gleich 1/2 ist. Und in diesem Fall möchte ich die folgende Funktion betrachten, nämlich h von x ist gerade Betrag von x. Mache ich die analoge Rechnung. Ich möchte erstmal nach mir anschauen, was passiert denn, wenn ich den Generator L auf diese Funktion h anwende. Dann sehe ich, aha, das ist einmal 1/2 mal Betrag von x plus 1 minus Betrag von x plus 1/2 mal Betrag x minus 1 minus Betrag von x. Jetzt mache ich hier eine kleine Fallunterscheidung. Wenn x positiv ist, dann sehe ich, größer gleich 0 ist, dann sehe ich, dass hier ich den Betrag einfach weglassen kann. Ich kann ihn hier weglassen. Und es bleibt einfach nur übrig der Wert 1. In dem Fall, wenn x positiv ist, dann müssen wir jetzt noch hier aufpassen mit der minus 1. Wir nehmen also an, x sei also nicht ungleich 0, also strikt positiv. Dann sehe ich hier, dann kann ich hier auch den Betrag weglassen. Und dann bleibt hier übrig einfach die minus 1 und in Summe ergibt sich gerade die 0. Und falls x negativ ist, funktioniert das gleiche Argument und ich erhalte auch die 0. Und im Falle x gleich 0 bleibt hier übrig 1/2 mal Betrag von 1 ist 1 plus 1/2 mal Betrag von minus 1 ist auch 1, also gibt es den Wert 1. Das heißt, auch in diesem Fall möchte ich wählen die Menge a als diesen Zustand 0. Dann sieht man sofort, aha, meine Funktion L angewendet auf die Funktion h ist also 0 auf dem Komplement dieser Menge. Und zudem sieht man auch aufgrund der Wahl von h, dass die Niveaumengen der Funktion h endlich sind. Also sind die Bedingungen des Satzes 216b erfüllt und daraus folgt sofort, dass jeder Zustand rekurrent ist. Das heißt, wir haben hier auch ohne kombinatorische Überlegungen nachgewiesen, dass die einfache symmetrische Irrfahrt rekurrent ist. Was ich Ihnen im folgenden Beispiel zeigen möchte, ist, wie das Ganze funktioniert für eine einfache symmetrische Irrfahrt auf ZD im Falle, dass die Dimension D strikt größer gleich 3 ist. Also ich nehme wieder her eine Markov-Kette Xn mit Zustandsraum ZD und D sei größer gleich 3. Und einfache symmetrische Irrfahrt hält das folgende, dass die Wahrscheinlichkeit von x nach y zu springen, dass das gerade 1 geteilt durch 2d ist, falls y ein direkter Nachbar von x ist. Das heißt, der Abstand zwischen x und y ist gerade 1 und sonst sind alle anderen Übergänge 0. Was ich jetzt machen möchte, ich möchte die folgende Funktion h wählen. Nämlich ich definiere h von 0 als 1 und h von x möchte ich definieren als die 2-Norm von x zur Potenz hoch minus 2 Alpha. Und Alpha sei hier eine positive Zahl. So, was folgt denn daraus? Wir müssen wieder nachrechnen, was passiert, wenn wir den Generator auf diese Funktion anwenden. Dazu möchte ich eine Vorbetrachtung machen. Ich fixiere erstmal ein x in meinem Zustandsraum, von dem ich annehmen möchte, dass der Betrag von, also dass die 2-Norm von diesem Element x strikt größer ist als 1. Das vereinfacht mir einfach in den nachfolgenden Berechnungen oder es vermeidet Fallunterscheidung. Jetzt möchte ich mir noch hernehmen ein E aus meinem Zustandsraum Z hoch D, das so gewählt ist, dass die 2-Norm von diesem E gerade gleich 1 ist. Und dann möchte ich mir im ersten Schritt angucken, was ist denn H von X plus E minus H von X. Diese Terme werden auftauchen im Generator, also müssen wir sie irgendwie kontrollieren. Wenn ich jetzt einfach hier die Definition von der Funktion h einsetze, dann sehe ich, ich kann erstmal die Funktion h von x hier ganz brutal ausklammern.
erhalte hier dem ersten Term einfach diesen Ratio, also diesen Bruch zwischen h von x plus e geteilt durch h von x. Das ist ja ausgeschrieben nichts weiter als die 2-Norm von diesem Vektor x plus e zum Quadrat geteilt durch x, die 2-Norm von x zum Quadrat und das Ganze hoch minus Alpha. Und davon ziehe ich 1 ab. Und jetzt kann ich natürlich hier oben mit Hilfe des Skalarproduktes in RD das auch explizit ausdrücken. Das ist ja nichts weiter als die 2-Norm zum Quadrat von x plus 2 mal das Skalarprodukt zwischen x und e sowie die 2-Norm von diesem Zustand e, von diesem Vektor e, von dem wir ja wissen, dass er 1 ist. Also erhalte ich die folgende Darstellung. Das Ganze ist also 1 plus diesen Bruch zwischen 2 mal dem Skalarprodukt zwischen x und e plus 1 geteilt durch die 2-Norm zum Quadrat von dem Vektor x. Das Ganze natürlich wieder hoch minus Alpha. Was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte von dieser Funktion, die hier da steht, die hat ja die Form 1 plus z hoch minus Alpha, diese Form möchte ich Taylor entwickeln. Dabei erhalte ich folgende Darstellung, das ist also 1 minus Alpha z plus 1 halb Alpha mal Alpha plus 1 z Quadrat plus o von z hoch 3. Und das kann ich natürlich, diese Taylor-Entwicklung kann ich hier an dieser Stelle einsetzen. Ich erhalte folgende Terme, das ist also 1 minus, das ist diese 1 hier, minus Alpha und z ist ja genau dieser Ausdruck, dieser Bruch. 2 mal Skalarprodukt zwischen x und e plus 1 geteilt durch 2 Norm im Quadrat von diesem Vektor x plus 2 Alpha mal Alpha plus 1 mal das Skalarprodukt zwischen x und e zum Quadrat geteilt durch die 2 Norm von x hoch 4. Also was ich hier gemacht habe, ich muss natürlich dieses Element hier, was ja die Rolle von diesem Z spielt, quadrieren. Und ich habe mir jetzt angeguckt, den Term, der übrig bleibt, während ich alle höheren Ordnungsterme hier ins Skat gedrückt habe. Und ich ziehe jetzt ab noch diese minus 1. Also diese minus 1 sieht man, löscht sich mit dieser minus 1, dieser plus 1 hier vorne aus. Und ich erhalte sozusagen diese drei Terme mit diesem Fehlerterm hier hinten. Jetzt mache ich noch folgende Beobachtung. Der Generator, von meiner einfachen Irrfahrt auf ZD, ist ja nichts weiter als die Summe über alle Vektoren E, die die Länge 1 haben. Also ich summiere sozusagen über alle möglichen Richtungen. Das sind also 2D viele Terme. Und wenn ich einfach die Zahl 1 summiere, kriege ich also den Term 2D raus. Wenn ich dieses Skalarprodukt zwischen x und e summiere über alle e, die so gewählt sind, dass deren 2-Norm gerade 1 ist, dann erhalte ich gerade die 0. Warum? Naja, wenn ich ein e, sagen wir mal, in eine Koordinatenrichtung, nennen wir mal e1, wähle, dann gibt es natürlich dazu auch den anderen Term, der in minus e1 Richtung geht und die beiden zusammen löschen sich gerade aus. Und weiterhin gilt, dass wenn ich das Skalarprodukt zwischen x und e zum Quadrat über alle e summiere, die Länge 1 haben, dann ergibt sich hieraus gerade 2 mal die 2-Norm von x zum Quadrat. Als Konsequenz erhalte ich also das Folgende. Der Generator L angewandt auf diese Funktion h ausgewertet an der Stelle x ist nichts weiter als diese Summe, die hier steht, nämlich die Summe über alle Vektoren mit Länge 1 von 1 geteilt durch 2d. Das ist gerade genau dieses Gewicht hier. Von diesen Differenzen, nämlich h von x plus e minus h von x, kann ich natürlich das Ganze, was wir hier vorne gewonnen haben, einsetzen. Und ich kann sozusagen die drei Überlegungen einsetzen. Und ich sehe, dass ich die Summe über alle e von dieser 1, die hier übrig bleibt, gibt mir einen Wert 2d. Dann erhalte ich hier, wenn ich diesen Term ausrechne, gerade der verschwindet, der ist gerade 0.
Also was übrig bleibt, ist hier dieser Term minus 2d Alpha geteilt durch die 2 Norm zum Quadrat. Das ist der erste Term. Hier hinten, das kann ich genauso ausführen. Ich erhalte hier die 2 Norm zum Quadrat mit einem Faktor 2 davor. Das gibt mir also 4 mal Alpha mal 1 plus Alpha. Und die 2 Norm zum Quadrat und zusammen mit dieser 2 Norm hoch 4, die wir hier im Nenner stehen haben, ergibt das auch wieder die 2 Norm von x hoch minus 2. Und was ich dann noch übrig bleibe, behalte, ist natürlich diesen Fehlerterm. Und jetzt sehe ich, ich kann natürlich diesen Vorfaktor 2 Norm von x hoch minus 2 ausklammern. Und ich möchte auch noch ausklammern ein Alpha. Und dann erhalte ich hier den Vorfaktor, also Alpha geteilt durch d mal die 2 Norm von x hoch minus 2 Alpha minus 2. Und in Klammern erhalte ich das folgende. Von hier hinten erhalte ich 2 mal Alpha plus 1 minus d. Und dann erhalte ich als Fehlerterm Groß O von der 2 Norm von x hoch minus 1. Was sehe ich? Wenn die Dimension d größer ist als 3 und ich Alpha wähle zwischen, also strikt positiv und strikt kleiner als 2d minus 2 halbe, dann wird diese Differenz, die hier steht, negativ. Vorausgesetzt natürlich, ich wähle meine Menge a so groß, dass dieser Fehlerterm, also außerhalb der Menge a, dass der diese die Negativität von diesem Term nicht kaputt macht. Aber das kann ich wählen. Das ist möglich, r hinreichend groß zu wählen. Wenn ich das tue, für ein hinreichend großes r, betrachte ich also als a diesen Ball um den Ursprung. Dann gilt, dann erreiche ich damit, dass der Generator angewendet auf die Funktion h nicht positiv ist auf dem Komplement der Menge a. Und ich sehe natürlich auch, dass die Funktion h an der Stelle y strikt kleiner ist als das Infimum der Funktion h über die Menge a für zum Beispiel ein y, was ich wähle, was einen Abstand hat oder was eine 2-Norm hat, die größer ist als 2r. Warum ist das möglich? Weil diese Funktion, wenn man sieht, dass diese Funktion fällt aufgrund der Wahl von Alpha. Dadurch, dass wir zudem wissen, dass die einfache Irrfahrt auf ZD irreduzibel ist, können wir jetzt wiederum den Satz bei 16 den ersten Teil anwenden und erhalten daraus, dass die einfache symmetrische Irrfahrt in 3 oder mehr Dimensionen transient ist. Also wenn wir das sozusagen zusammenfassen, wir haben gesehen, dass die einfache symmetrische Irrfahrt in einer Dimension rekurrent ist. Wir haben auch in dem vorgehenden Beispiel aufgrund der Kombinatorik gesehen, dass die zweidimensionale einfache symmetrische Irrfahrt rekurrent ist. Und wir sehen, ab der Dimension 3 und höher ist die einfache symmetrische Irrfahrt transient.